Bethesda Game Studios. Und dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Folge 0 von Skyrim auf der PlayStation 4. Wir werden das Glitch-Spiel ein bisschen mit Mods spielen. Keine Sorge, keine Glitschereien, kein gar nichts. Ich dachte mir, wir machen wieder mal eine schöne Folge, indem wir unseren Charakter erstellen. Und ich dachte mir, diesmal nehme ich mal Nord. Ich hatte schon bei Oblivion Nord genommen. Bei Skyrim so, ja, hatte ich auch Nord. Aber ich hatte viele Charaktere. Und mein Nord hatte ich den mit 800 Stunden, wovon ich immer so angebe bei Mass Effect. Bei anderen Spielen. Wenn ich immer sage einen Zeitvergleich. Aber naja, die Katze sieht gar nicht so. Ein Khajiit ist auch immer eine schöne Sache. Ich mag immer, dass sie so einen leicht russischen Akzent haben. Der gute Nord. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Problem ist bei denen allen hier, der Charakter, die Editor, dauert ewig. Darum mache ich extra für euch diese Folge 0. Muss mal gucken, wie ich das ein bisschen zurechtschneide. Viele Leute nehmen die Nord. Nordmänner hin und her. Aber das ist auch das Einzige, was so ein bisschen europäisch wirkt. Aber natürlich, so ein Waldelf ist natürlich auch eine schöne Sache. Nur leider, ein Waldelf ist ein bisschen schwach und ich mag die Schädelform nicht. Wenn der so ein Waldelf so ein bisschen mehr wie ein kaiserlicher wäre zum Beispiel, was ja auch eigentlich nichts anderes als ein Mensch ist oder so eine Art Römer. Was haben wir denn hier? So ein Bretone. Ist ja auch alles so ein bisschen antik gehalten. Naja, warum nicht? Schöne Sachen. Wir versuchen mal Nord zu bauen. Gucken, was wir da so hinbekommen. Geschlecht männlich, weiblich. Da gibt es schöne Sachen. Obwohl ich in diesem Let's Play gerne einen Typen spielen möchte. Halt bei Far Cry. Nee, Quatsch. Doch, bei Far Cry konnte man es ganz sehen. Was heißt das hier? Bei Fallout. Bei Fallout konnte man es sich ja aussuchen. Ich habe mich dafür entschieden, auch einen Kerl zu spielen. Und ich werde mich einfach wieder selber nur in der Antike diesmal spielen. Wie es ausschaut. Wir werden mal gucken, was gibt es denn so schön als Vorgabe? Ja. Der hat auch was. Ihr seht schon, die Grafik im Hintergrund ist nicht alles Standard. Wie gesagt, Mods sind schon von Anfang an aktiv. Da wird es wahrscheinlich im Intro ein paar Kollisionsabfragen geben, die hin und vorne nicht klappen. Er sieht auch nicht schlecht aus, aber er hat mehr was von einem Bretone. Er sieht auch gut aus. Alter Mann, wollen wir einen alten Mann spielen? Nee. Der sieht gar nicht mal schlecht aus. Er hat ein bisschen bessere Züge als der erste Charakter. Er sieht ziemlich erfahren aus und ziemlich wild. Aber er könnte so ein bisschen mehr nach Barbar gehen. Also so ein bisschen... Ja, okay, er hat die Gesichtsbemalung eines Nords, aber er hat auf jeden Fall auch so ein bisschen Stamm. Ich würde nicht ungemein so einen Stammtypen spielen wollen. Er sieht gar nicht mal schlecht aus. Was ist der Unterschied zu ihm? Weißt du was, wir nehmen den ersten, aber den werden wir natürlich ein bisschen umändern. Interessant, dass man ihnen keine schwarze Hautfarbe geben kann. So, warte mal, was können wir denn aus ihm zaubern? Selbst die Hering-Variante ist noch relativ drahtig. Einen richtigen Okulytentypen machen? Ich würde mal sagen, so, ne? Oder so? So passt ganz gut, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Kopf. Gar nicht mal schlecht aus. Gesichtsfarbe, was ist das? Achso. Gesichtsfarbe, okay. Da kommen die Narben und die Falten ein bisschen besser durch, so wie es ausschaut. Schmutz. Schmutzfarbe, Narben. Was ist denn da so Schönes? Oh ja, die sehen gut aus. Das ist durchs Gesicht gezogen, eine Kralle, okay, die ist auf jeden Fall in der näheren Auswahl. Wo waren das bei N? Okay, merken wir uns mal. Das ist das gleiche, nur auf der rechten Seite, so wie es ausschaut. Sieht auch nicht schlecht aus.
würde ich sagen, nehmen wir das. Das ist auch nicht schlecht. Das ist doch hier meine Standardnarbe. Nur an dem Wangenknochen. Nicht übers Auge. Schade. Wo wollen wir lieber haben? Rechts oder links? Und zwar machen wir hier rechts, ne? Kriegsbemalung. Ja, Nord-Emo. Footballspielender Nord, haben wir auch alles. Das ist das von hinten an den Rock gefasst. Da hat uns nämlich die dicke Hilde, hat uns da erstmal, als sie im Garten gearbeitet und wir von hinten am Hintern gefasst haben, hat uns erstmal direkt die Pranke gegeben. Hier hat uns Skelett einen Kopfnuss gegeben. Asari können wir auch machen. Pibi. Ist das hier? Schneckengehäuse? Ist das? Ja, gut. Da haben wir wieder den Nordkrieger. Ich würde sagen, Gesichtsbemalung lassen wir mal raus. Ich bin da kein Fan von. So. Nasenart. Nasenarti. Oh Mann. Ja, so einen richtigen Klopper. Warte mal, haben wir hier irgendwie sowas? Oh ja, hier. Der weiße Hai. Oder hier, Hexerich? Ist auch nicht schlecht, ey. Voll die Nase. Jetzt sagen wir, nehmen die erste Nase, aber die werden wir ein bisschen umvariieren. Bisschen höher. Nasenlänge. Nee, die ist weiter kürzer bei mir. So, ja, kommt hin. Muss ich mal sagen, das sind ja immer so welche Richtungen, wo ich mal sagen muss, schade. APD oder APD, weiß ich gar nicht, wie das eine Spiel heißt. Das hat einen super. Das hat einen super Charaktereditor, was es jetzt kostenlos gibt, was so ein Free-to-Play-Game ist. Total scheiße. Macht gar keinen Spaß, aber hat einen extrem geilen Charaktereditor. Kiefer, wo ist er denn da? Ellische Kies. Ja, ich habe ein bisschen breiteren Kiefer. Also ein bisschen zu breit. So. Kieferhöhe. Ja, das kommt hin. Kiefervorstand. Jetzt können wir uns einen Überbiss machen. Ah ne, das ist der Kiefer. Okay, da. So, Kiefervorstand machen wir so. Wollen wir schnell kurz fühlen. Das ist mit im Auge Mitte. Ne, halt da wollte ich hin. Kiefervorstand. Wollte gerade sagen, warum verändert sich hier nichts? So. Wangenknochenhöhe. Mal kurz gucken. Wangenknochen ist hier. Links rüber, direkt auf Nasenflügelhöhe. Das heißt meine... So. So. Ja, so ist gut. Wangenknochenbreite. Mal gucken. Achso, das ist das. Mal. Wangenknochen fühlen ist auf Mitte Auge. So. Wangenfarbe. Ein bisschen Rouge. Was ist das denn? Das ist auch schade, dass das Spiel irgendwie nicht richtig reinhält. Lachfalten. Voll die Lachfalten, ist einfach nur auf Dreck. Farben, Nasenfarbe, Kinnfarbe, Halsfarbe, Stirnfarbe, kann man alles machen. Ja, aber wir haben eigentlich eine ganz normale Haut. So, Augenform. Was haben wir? Die zweite. Okay, mal gucken. Das ist die. Die haben wir. Okay. Trauriger Blick. Komischer Blick. Mir ist Ron Swanson, mir ist alles egal, Blick. Das sieht aus, als wenn er kacken müsste. Nee, das ist alles so lange. Das sieht komisch aus. Ich lasse den zweiten. Aber mal gucken, ob man da irgendwie was anpassen kann. So. Was haben wir denn hier? Hellblau. Nee. Oh, mit einem Auge blind. Das ist natürlich auch schon eine schöne Sache. Was ist das denn hier? Rot unterlaufen. Okay. Wenn es eine Ader geplatzt wäre beim Kotzen. Ist das grün-grau? Ne, das ist nur grün, ne? Zwei verschiedene. Gar keine Augen. Die sehen gut aus. Das ist nur grün, aber die Farbe habe ich leider nicht. Blind wäre auch nicht schlecht. Würde zu meinem Spielstil passen. Blind.
Aber ich würde sagen, wir nehmen das Ding hier. Das sieht ja nicht mal schlecht aus. So, Augenhöhe. Jetzt wird's interessant. Kurz fühlen. Okay. Kommt irgendwas hin? Augenbreite. Also super geht auch nicht. Ja, ja, zwei Finger. Drei Finger. So, dann. So sieht gut aus. Augentiefe. Gucken wir ein bisschen weiter nach vorne. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie so eine Art Heino rausmachen, dass er so Kermit der Froschaugen bekommt. Aber so sieht gar nicht mal schlecht aus. Lidschattenfarbe. Der Lidschatten ist auch mit dabei. Lidfarbe können wir so lassen. Braun. Braunart. Ja, die ersten sehen bis jetzt noch ganz gut aus. Ja, nicht unbedingt. Mal gucken, was haben wir denn hier noch so schön? Scheint, als wäre gar keiner. Okay, sieht furchtbar aus. Ja, die ersten sind die, die ich habe. Braunhöhe. So. Ne, mal, ich habe leider tiefe Braun. Dadurch habe ich ein bisschen böseren Blick. Braunbreite. Was kommt hin? Braunlänge, was ist das denn? Achso, wie weit soll aus dem Schädel rausgehen? Na, ich, also welche Neandertaler Dinger habe ich nicht. Ich würde mal sagen, so, ne? Ja, so sieht gut aus. So, Mund. In den letzten. Ich habe einen kleineren Mund. Ich habe so einen komischen Mund, so einen richtigen Neandertaler-Maul. Das sieht mir gar nicht ähnlich. So, schauen wir mal. Nee, das ist auch kein schöner Mund. Das kommt hin, aber die ein bisschen schmaler. Was ist das denn für eine Knutschfresse? Ja, er ist es. Okay, dann war es doch der schon. Die Mundhöhe. So. Mundvorstand. Ein Schnabel. Ich bin zwar der Eishawk, aber so einen Schnabel habe ich nur da auch nicht. Kieferbreite. Bäm, Alter. Jetzt machen wir hier. Ja, Kieferbreite. Nee, das ist nicht gut. So, Kieferlänge. Das ist auf jeden Fall ein kürzerer Kiefer. Der Mund, der ist zu hoch. Den muss ich ein bisschen... Okay, warte mal. Mundhöhe da. Wenn es die... So habe ich... Ich habe nicht so ein Gesicht. Ich meine Mund. Mund ist auf Au... Das heißt, meine Ohren sind zu hoch bei dem Charakter. Machen wir mal so. Kieferbreite. Ein bisschen besseren Kiefer. Ja, das kommt hin. Der Mund ist ein bisschen zu hoch, das gefällt mir nicht. Aber naja, müssen wir jetzt durch. Kinnlänge, was war das nochmal? Ah ja, das war das. Machen wir nochmal ein bisschen. Machen wir so. Ja, so ist okay. Ich krieg den Mund nur nicht zurück. Mundvorstand. So. Ja, kann man so lassen. Was ist denn die Nase? Ne, dann wird es zu platt, das Gesicht. Das ist auf keinen Fall. Ich bin ja keine Flunder. Haare. So, wenn, dann würde ich schon lange Haare machen. Ist denn meine Standardfrisur, die ich so momentan habe, hier drinnen? Nö, ne? Ja. So sehe ich morgens aus. Ein bisschen kürzere Haare. Also. Ja, nö, auch nicht. Also komische Frisuren. Also wenn, dann würde ich schon gerne so eine Art Krocknack oder so machen. Ja, hier sieht man nicht mal schlecht aus mit seinen Zöpfen. So ein kleines Highlight, warum nicht? Bart. Das ist ja alles keine schönen Bärte. Auf jeden Fall sind sie besser als bei Mass Effect, die Bärte. Schon
schon um einiges. Nö. Mit Knoten, ja, das könnte. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht gar nicht mehr schlecht aus. Das sieht komisch aus. Das sieht gut aus. Oh ja. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das sieht besser aus. Das sieht verwahrlost aus. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. So, Haarfarbe. Haben wir das Schönes hier. Nicht wirklich. Das sieht gut aus. War das unsere Standardfarbe? Nee, ne? Das war die Standardfarbe. Oder war sie das? Was mir noch so schön ist. Haarfarbenmod habe ich jetzt nicht angemacht. Oh, ein weißer, ja. Finde ich schlecht aus. Da gibt es mir zu abgespacede Farben, die nicht so in das ganze Skyrim-Universum reinpassen. Aber für abgedrehte Spieler, warum nicht? Das war unsere Standardfarbe, ne? Oder war das unsere Standardfarbe? Das passt ganz gut. So. Prisoner. Ach, guck an. Ein paar Mods sind anscheinend nur auf Englisch verfügbar. Dadurch heißen wir jetzt Prisoner als Stadtgefangener. Interessant. Beenden und den Charakter einen Namen geben. Ja. So, und wir nennen uns natürlich, wie immer, da das jetzt hier mein offizieller, richtiger Hauptcharakter ist, ist das meinem Spielstil nachempfunden. Also nennen wir uns so, wie ich auch wirklich heiße. Und mal gucken, vielleicht können wir nochmal einen Hawk-Charakter machen. Das könnte dann so eine Art Rogue sein oder ein Anti-Held. Dann könnten wir noch so einen Hank machen. Mal gucken, was das wäre. Vielleicht so ein Händler oder sowas. Oder vielleicht sogar mal ein ganz anderes. Aber egal. Das ist jetzt erstmal das, was wir machen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der ersten Folge, die jetzt losgeht. Man sieht sich.